Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt mit Aven. Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir dürfen jetzt eigentlich gar nicht so laut reden, weil es ist etwas Unglaubliches passiert. Etwas, worauf wir uns schon so lange gefreut haben. Und es gab auch schon die ein oder anderen Anzeichen darauf. Und dann waren wir auch beim Arzt und es hat auch gestimmt. Und zwar unser Lätzchen. Ihr wisst ja, wir haben zwei Kätzchen, den Nero und das Lätzchen. Und das Lätzchen ist ein Weibchen und das ist schwanger gewesen und hat Junge bekommen. Aber bevor wir uns die anschauen, gibt es noch einen kleinen Rückblick. Während der Schwangerschaft ist unser Lätzchen sehr ruhig gewesen. Oft lag sie einfach nur rum und hat gechillt. Manchmal mussten wir sie auch lange suchen, weil sie sich irgendwo versteckt hatte. Wir haben das Lätzchen jetzt gefunden und es ist voller Ruhe jetzt hier und man sieht auch schon ein bisschen den schwangeren Babybauch. Schau, Baby! Nur ganz vorsichtig davon da drüber streichen. Sie mag es auch auch nicht so gern. Schatzi! Ja, aber sie hat schon ein großes Bauchchen und das sieht so süß. Wenn sie geht, hängt das schon richtig so runter, als sie geht, wie so eine alte, schwangere Katze. Ursüß aber. Und sie sitzt immer super majestätisch da, so wie jetzt gerade. Wir waren beim Tierarzt, weil wir wussten, dass sie schwanger ist, aber wir wussten noch nicht, wie schwanger sie ist. Wie weit sie schon ist und wann sie circa die Babys bekommt. Und deswegen waren wir beim Ultraschall, also beim Tierarzt, und die hat da einen Ultraschall gemacht und da musste sie der Bauch abrasiert werden, dass man halt das Gel drauf geben kann und damit man es durchsehen kann. Aber ja, ich glaube, so sehr stört sie es nicht. Vor allem für die Zitzen ist das eh auch gut, wenn die kleinen Katzis das gleich finden und nicht das Fell unabsichtlich aufsaugen statt den Zitzen. Ja, und wie gesagt, es sind vier Babys, also vier Babys sollten Tierärztin gesehen. Werden. Eins ist bis jetzt sehr groß und die anderen sind noch eher klein. Aber mal schauen. Wir haben beobachtet, dass das Lätzchen wirklich dreimal so viel isst wie früher. Und ich habe gelesen, wenn man, also das Lätzchen, also die schwangere Katze, isst die letzten zwei Tage, bevor sie eben die Babys bekommt, isst sie wirklich gar nichts. Also hört dann auf zu essen. Und sie isst auch wirklich jetzt schon langsam weniger. Also das ist auch was Gutes. Ein Zeichen langsam. Und auch, dass sie zum Beispiel kurzatmiger werden, kurz vor der Geburt halt. Oder auch, dass sie aufs Klo gehen wollen und dass sie sich viel putzen. Wenn wir jetzt kurz mal ganz leise sind, kann man es auch schon ein bisschen hören. Das sind die kleinen Babykätzchen. Das Lätzchen frisst gerade, weil wir haben die Babys bekommen vor wie vielen Tagen? Wann sind die auf über? Vor zwei Tagen, glaube ich. Also die sind vor einem Tag. Die sind jetzt einen Tag alt, die Kätzchen. Und bei Babykatzen ist es so, man darf sie überhaupt nicht am Anfang angreifen. Ich glaube, so die ersten 4-5 Tage darf man sie nicht angreifen wegen der Mama, weil sonst würde die nicht mehr annehmen oder so. Man lässt einfach die Katzen in der Natur. Okay, jetzt schlafen sie alle. Sie haben gerade noch ganz laut miaut, und zwar die kleinen Babykätzchen. Schauen wir uns sie mal an, oder? Sie sind noch ganz, ganz klein. Hallo Lätzchen, hallo Schatzi. Sie ist eine ganz stolze Mama. Aber sie ist auch sehr vorsichtig, weil die kleinen Katzis sind jetzt einen Tag alt. Also sind noch ganz, ganz mini. Die kleinen Kätzchen haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als zu trinken und zu schlafen. Viel anderes ist ja auch nicht möglich, mit geschlossenen Augen.
Sind die nicht süß? Bei der Geburt von den kleinen Babys waren wir leider nicht dabei, weil das Lätzchen hat alles alleine gemacht. Das war nämlich mitten in der Nacht, das war glaube ich so um 1 Uhr herum wahrscheinlich. Sie hat uns in der Früh überrascht. Sie hat es lustigerweise an dem Tag, wo auch unsere verstorbene Oma geboren ist, hat sie die kleinen Jungen geboren. Vielleicht ist der irgendwo der Spirit drinnen, keine Ahnung. Und sie hat sie auch in diesem Körbchen hier bekommen, unter dem Kasten meiner Oma. Also so ein Zufall, das finde ich irgendwie ziemlich crazy. Meine Oma war ein irrsinniger Katzenfan. Jedenfalls hat sie alles alleine gemacht. Wir sind in der Früh, haben meine Eltern die Kätzchen entdeckt und die waren schon ganz trocken und ganz sauber, weil normalerweise nach der Geburt sind die Kätzchen ja noch nass. Und sie hat sie die ganze Nacht lang geputzt und gestillt. Also das Lätzchen war wirklich sehr, sehr brav. Wenn den Kleinen aber etwas nicht passt, dann können sie sich ganz schön beschweren. Hört ihr? Hey meine Lieben, ich bin's, ich komme gerade vom Schwimmen, deswegen habe ich noch ein bisschen nassere Haare, aber ich wollte euch einfach mal ein Update geben zu den Katzis, weil die sind jetzt schon ein paar Tage alt und die sind auch hier unten sind sie, sie sind super, super süß. Das heißt, man darf sie jetzt schon angreifen und ich möchte sie heute mal abwiegen und ein bisschen abmessen, ob sie schon ein bisschen größer geworden sind, weil Augen haben sie zwar noch nicht offen, aber sie versuchen schon so ein bisschen Augen aufzumachen. Ja genau, ich werde die jetzt mal abmessen und mal schauen, wie schwer die jetzt schon sind. So, ich habe schon eine alte Küchenwaage jetzt da und ich nehme das erste Katzi mal und lege es da einfach mal hin und schau mal, oh Schatzi. 121 Gramm wiegt das erste Baby mal. Hallo Schatzi, hallo mein Baby. Oh, sehr brav, kommst du wieder rauf? Oh, die sind so süß klein, das ist ein Wahnsinn. So, dann das zweite. Wir brauchen unbedingt noch Namen, Leute. Also wenn ihr gute Namen für die Katzis wisst, bitte lasst es uns wissen. Das zweite hat 142... Ui, Schatzi! Schatzi! So, das zweite Katzi hat 143 Gramm. Das ist schon ein bisschen schwerer. Ich glaube, das ist auch das größte Katzi von den dreien. Hallo, Schatzi! Du bist das größte Baby von den dreien, gell? So süß. Und das letzte... Bisschen. Oh, Schatzi, hallo, kommst du auf meine Hand? Ich muss natürlich sehr vorsichtig sein, weil die noch sehr klein sind. Aber das Katzi hat 138 Gramm. Also das erste Katzi da hinten, das ist das leichteste. Dann kommt das Mausi und dann das hier. Schatzi, sehr brav warst du. Dankeschön. Die täglichen Daten unserer Messungen tragen wir in unser Katzenlogbuch ein. Ich liebe das Lätzchen. So ein süßes Katzi. Danke, mein Schatzi. Schau, magst du mal Hallo sagen? Schau, da ist die Kamera, schau. Magst du Hallo zur Kamera sagen? Nein? Okay. Naja, Lätzchen braucht ein bisschen Zeit für sich selbst. Macht nichts. Wir passen gerne auf die Kleinen auf. Und ich weiß noch nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wie ihr seht, haben wir nur noch 3 Babykatzis, weil leider nach 2 Tagen uns ein Katzi verlassen hat. Das war eines der schwächeren Katzi, also das war der schwächste Katzi. Es hat auch sehr schwer geatmet und so, aber das ist leider verstorben. Das hat uns leider alle sehr, sehr berührt und sehr, sehr traurig gemacht, aber umso happier sind wir jetzt um die 3 Babys, die wir noch haben. Und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden mit der weiteren Reise für die Katzis und ich bin schon super gespannt und auch wegen Namen, Leute, bitte, bitte schreibt uns unbedingt noch Namen in die Kommentare. Bussis, Baba!